der Zeit. Und heute geht es mal wieder darum, etwas zu bauen, was ich für ein Experiment brauche. Denn ich möchte jetzt etwas messen. Das braucht 230 Volt, aber die 230 Volt dürfen nicht weggehen. Ich muss also dafür sorgen, dass ich irgendeine Form von Notstrom habe. Ja, prinzipiell habe ich hier zwar Möglichkeiten, auch unabhängig vom Stromnetz Dinge bereitzustellen. Aber die Sachen, die ich habe, sind dafür ausgelegt, okay, es ist nicht schlimm, wenn mal was ausfällt, dann stecke ich manuell um. Heißt also, für das, was ich jetzt vorhabe, ist das nicht brauchbar. Da darf halt wirklich kein Ausfall auftreten oder wenn nur ein extrem kurzer. Ich könnte es jetzt natürlich dauerhaft auf meine Notstromversorgung legen, aber die ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Also sie kann zwar durchlaufen, aber das ist halt vom Akku gespeist und der ist irgendwann leer. Und die Last, die ich jetzt habe, das sind wahrscheinlich 200, 300 Watt. Die kriege ich auch nicht so einfach mit Netzteilen dann wieder nachgedrückt. Zumal Netzteil in Akku und dann wieder in Wechselrichter. Das kann man vielleicht mal kurz für ein Experiment machen, aber wenn man das längerfristig eventuell betreiben möchte, dann ist das nach meiner Definition im Zweifelsfall anmeldepflichtig. Nun gut, was holen normale Menschen für so einen Fall? Eine sogenannte USV. Da gibt es mehr oder weniger 2 bis 3 Typen. Es gibt die ganz guten, das sind die sogenannten Online-USVs oder Doppelwandler. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Da hat man ein Netzteil, dieses Netzteil versorgt einen Akku und dieser Akku, der wiederum hängt an einem Wechselrichter, wo hinten Strom rausfällt. Der Vorteil ist ganz klar, das Gerät, was hinten dran hängt, das bekommt seinen Strom immer aus der Batterie. Das heißt also, egal was die Eingangsspannung macht, das ist vollkommen egal, weil wir ja unsere eigene Versorgung hier generieren und dann entsprechend einen sauberen Sinus haben. Definierte Spannung, definierte Frequenz, das ist also so, was Sicherheit angeht, das Ultimum. Hat allerdings natürlich auch ein paar Nachteile. Hauptsächlich, sie sind teuer, weil wir brauchen plötzlich 2 Wandler. Wir müssen ja gleichzeitig laden und entladen können. Und zweiter Punkt, wir wandeln 2-mal um. Jede Wandlung ist auch mit entsprechenden Verlusten behaftet. Das heißt also, die Energieeffizienz ist da nicht so tolle. Die anderen beiden machen das nicht. Die anderen beiden USV-Typen, die haben meistens nur einen entsprechenden Wandelkreis, der entweder jetzt laden kann oder jetzt entladen kann und dann zwischen den beiden hin und her schaltet. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass im Normalbetrieb die Eingangsspannung zum Ausgang durchgereicht wird. Wenn jetzt ein Stromausfall auftritt, dann wird umgeschaltet. Das heißt also, erst in diesem Moment springt der Wechselrichter an und ein Relais schaltet entsprechend auf Batteriestrom um. Hat den Vorteil, wir haben jetzt nicht mehr die ganze Zeit die Wandlung drin, sondern im Prinzip ist im Normalbetrieb die Ausgangslast direkt mit der Steckdose verbunden. Das heißt, wir haben da, zumindest solange wir nicht auf Batterie sind, eine sehr gute Effizienz. Wir verlieren keine Energie. Aber wir haben eben dieses Umschalten. Theoretisch gibt es in der ATX-Spezifikation eine Norm. Ich glaube, 10 Millisekunden Umschaltzeit sind okay und das halten die meisten USVs auch ein. Das heißt, zumindest mit PCs und so ist das eigentlich kein Problem. Und auch für das, was ich jetzt vorhabe, wäre das akzeptabel. Man unterscheidet dann jetzt noch bei diesen USVs in eine reine Offline-USV, die tatsächlich nur einspringt bei Stromausfällen, oder einer sogenannten Line Interactive. Line Interactive heißt, das Ding hat ein bisschen Möglichkeit, eine Spannung, die reinkommt, ein bisschen hochzusetzen, ein bisschen runterzusetzen, um da die Ausgangsspannung in einem verträglichen Rahmen zu halten. Das ist aber halt wirklich nur ein Trafo, der dann ein bisschen hoch, ein bisschen runter macht. Das ist dann aber eben nur, wenn die Spannung zu tief oder zu hoch ist, die dann da ein bisschen was per Trafo hoch oder runter macht. Wir haben nicht den Fall wie bei einer Online-USV, dass es wirklich nochmal über die komplette Batterie geschliffen wird. Also USV wäre die Lösung. Könnte man jetzt kaufen oder man geht an die Bastelkiste und guckt, was noch so rumliegt. Rumliegen tat das hier. Das hier ist, war eine USV. Die liegt schon ein paar Jährchen in der Kiste. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass sie in die Kiste gewandert ist, weil die Akkus, die hier drin waren, das waren Bleigel-Akkus, 2 Stück hintereinander, die waren durch, haben sich ein bisschen aufgebläht. Das muss jetzt nicht so rumstehen. Deswegen hatte ich die damals rausgeholt und deswegen das Ding hier auseinandergenommen. Der Rest müsste theoretisch noch funktionsfähig sein. Wie üblich gilt,
Bitte Vorsicht mit hier sowas, denn ja, hier das hier vorne sind zwar 24 Volt, das ist jetzt nicht das Problem, aber das Ding arbeitet halt auch intern mit Netzspannung. Das heißt, irgendwo hier hinten auf den Kabeln sind auch unsere 230 Volt auf der Steckdose und die sind im Zweifelsfall halt lebensgefährlich. Gut, gucken wir mal gerade, was mich so ein bisschen stört. Achso, hier sind zwei Stecker, die gehören dahin. Okay, dann passt das alles. Wir haben hier im Prinzip drei Boards. Wir haben hier das Hauptboard, das Mainboard, was dann entsprechend die kompletten Schaltungen macht. Wir gehen entsprechend hier rein, haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Relais, die irgendwie Dinge hin und her schalten. Und dann hier irgendeine Art von Netzteil, hier vorne noch irgendwas, was dann wahrscheinlich hin und her schalten kann und die Akkus da befeuert. Ich meine, es waren 24 Volt, das steht dummerweise nicht drauf. Gleich mal gucken, ob ich da etwas finde. Was ein bisschen unschön ist, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier unten, da ist das Board so ein bisschen braun geworden, also offensichtlich ein bisschen warm geworden. Das ist, sollte nicht passieren, aber wie gesagt, das Ding lief halt lange Zeit noch. Müssen wir mal im Auge behalten, was da los ist. Insbesondere ist es halt uncool, weil es direkt neben dem L-Kurs ist. Naja. Wie gesagt, das hier die Steuerung unten drin. Da haben wir dann einmal hier den Kasten, wo normalerweise die Batterien drin sind. Und einen großen Trafo. Der wird hauptsächlich benutzt, um die wechselgerichtete Spannung dann nochmal so ein bisschen Richtung Sinus zu drücken. Im Prinzip also eine Art große Spule wahrscheinlich. Wobei, es könnte sogar sein, dass man es als Trafo benutzt. Dass man hier kleinere Spannungen hin und her schaltet und der hier dann erst die 230 draus macht. Anyhow, hinten haben wir noch einen Lüfter, ein Board mit ein bisschen, was ist das? Daten rein, raus. Da sitzt eine USB und eine COM-Buchse drauf. Also RS-232. Ich gehe davon aus, da ist dann ein USB-RS-232-Wandler und die seriellen Daten kommen von irgendeinem Prozessor, der hier auf der Hauptplatine steckt. Und ja, last but not least ist dann hier vorne in dem Ding noch ein Frontpanel drin, ein paar LEDs, ein Schalter und das war's. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal auf die Suche, was das überhaupt ist. Powerwalker habe ich schon gesehen, steht hier irgendwo eine Typennummer drauf. Mal unten drunter gucken. Ja, da ist noch etwas. Nee, da ist nur die Info, dass es Lead-Acid-Batterien sind. Ja gut, man könnte auf Geräte draufschreiben, was sie für ein Modell sind. Ne? Oder man lässt es weg, wie hier. Das ist jetzt ungünstig. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass das irgendwie 1,5 oder 2 kVA waren. Mal gucken, ob ich da irgendwas an Anleitungen noch finde. Wie gesagt, insbesondere würde mich interessieren, wie das akkutechnisch aussah. Ich bin mir recht sicher, dass es 24 Volt waren, aber ja, falsche Spannung draufgeben könnte Aua tun. Deswegen lieber nochmal nachgucken. Und ja, das sieht sehr schlecht aus. Ich finde im Internet absolut keinerlei Infos hier zu dem Ding. Na gut, machen wir es mal mit der Hauruck-Methode. Ich werde das jetzt mal so weit wieder zusammenbauen, dass wir den in die Steckdose stecken können. Dann gucken wir einfach mal, welche Spannung rauskommt. Dann können wir zumindest die Akkuspannung schon mal prüfen. Theoretisch müsste er probieren, die zu laden und dann mich anmosern, weil er nichts zum Laden findet. So, ja, okay, hier oben ist noch eine Modellnummer. Däh. Da habe ich natürlich nicht geguckt, ob da noch was hängt. Na gut, dann gehe ich da gleich nochmal auf die Suche. Zusammen machen wir es jetzt aber trotzdem. Sieht gut aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist eine iTech Modell 31.00.32 Powerwalker VI2000. Okay. Input, Output, 2000 VA oder 1,2 kW. Sogar mehr als gedacht. Aber ohne Akkuspannung bringt uns das erstmal nichts. So. Oh, den kann man ja nochmal auseinander machen. Was ist das denn? Ah, okay. Das ist, weil man so die Front hier benutzen kann. Okay, ja, ja, egal. Passt schon. Ich kann mal meine beiden Kabel hier, wo die 230, sondern hoffentlich 24 Volt rauskommen. Haben den hier. Und wir haben hier hinten einen festen Schuko dran. Ich gehe mal gerade hier nochmal nach der Nummer suchen.
ob wir da ein paar mehr Infos kriegen. Okay, Handbuch habe ich nur bedingt gefunden. Die ist wohl mal erneuert worden, dieses ganze System. Das neue hat jetzt irgendwie ein Display und Menüs und so weiter. Aber die technischen Daten sehen relativ identisch aus. Line Interactive USV in dem Fall hier, VI-Serie. 2000 VA hatten wir ja schon gesehen auf dem Typenschild. Und ja, das Einzige, was zum Akku drin steht, 2x9 Ampere-Stunden bei 12 Volt. Aber ja, nicht, ob sie hintereinander waren oder nicht. Ich gehe von ja aus, sonst wären ja zwei Kabel dran. Dann würde ich sagen, wir hauen mal Saft drauf und gucken, was rauskommt. Angabe im Handbuch im Übrigen, 95% Effizienz, wenn das Ding einfach nur da rumsteht und gegebenenfalls lädt oder mal nachlädt. Und irgendwas um die 70%, wenn er in Batteriebetrieb ist. Wichtig jetzt hierbei, wie eben schon gesagt, kann gefährlich werden. Denn ich weiß nicht, ob hier vorne die Batterieanschlüsse tatsächlich isoliert sind gegenüber dem Stromnetz, weil normalerweise ist das Ding ja verschlossen. Deswegen, better safe than sorry. Ich mache die hier jetzt mal einfach rein, die Spitzen. Und lasse dann meine Finger da weg. So, okay. 0 Volt, was anderes wäre auch seltsam. Nehmen wir uns mal hier das Anschlusskabel und gucken mal, was passiert, wenn wir es einstecken. Wahrscheinlich nichts, weil ich weiß nicht, ob es lädt, wenn man an der Vorderseite nicht eingeschaltet hat. So, und okay, nichts passiert, 0 Watt. Schalten wir mal an. Passiert immer noch nichts. Das ist wenig. Ich sehe da nichts, was dafür sorgt, dass es nicht funktioniert. Es sei denn, er braucht wirklich ein bisschen was an 24 Volt, dass er überhaupt sich mal dazu animiert fühlt, hier etwas zu machen. Tja, haben wir irgendwas mit 12 Volt? Ich könnte ein Netzteil 12 Volt einspeisen. 12 Volt wird zu wenig sein wahrscheinlich. Okay, gehen wir es mal andersrum an. Dieser Elko hier hat 35 Volt. Das würde bei mir auch wieder meine Vermutung bestärken, dass das 24 Volt Batteriespannung am Ende waren. Denn für 12 Volt hätte ja ein 16 Volt Elko ausgereicht. Das heißt, viel Auswahl haben wir nicht. Ich kann halt hingehen und mal irgendwie 24 Volt da vorne drauf geben und gucken, ob er sich davon beeindrucken lässt. Okay, versuchen wir das mal hier so. Ich habe jetzt hier entsprechend Minus und Plus von meinem Netzteil angeschlossen. Und ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal mit 14 Volt. Das ist safe, würde ich sagen. Kondensatoren, ahoi! Guten Morgen! Anschalten. Aha. Lüfter geht an, LEDs gehen an, danach geht er aus. Nachvollziehbar, wenn er 24 Volt erwartet. Machen wir nochmal aus. Mal 24 Volt. So, Pi mal Daumen und. Okay. Das sieht gut aus. Ich bin zwar gerade etwas. Ach nee, das ist die Batterieladung, wie es aussieht. Er piept fleißig vor sich hin. Jetzt ist die Frage: Haben wir hinten bei den Dosen vielleicht 230 Volt. Mal schauen. Und jo. Spannung kommt raus. Okay. Dann haben wir unseren Fehler, denke ich, gefunden. Wir brauchen also eine Batterie, sonst geht's nicht. Wobei, ich habe gerade noch was gefunden. Eine Packung Dioden. Dann machen wir die doch einfach mal dazwischen. Dann können wir nämlich tatsächlich auch gucken, dass er auch lädt. Dass wir sicher sind, dass die Ladefunktion auch klappt. Zack, zack. Die machen wir dann hier mal in die Plus-Schiene rein. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Wenn mich jetzt mein Hirn nicht im Stich lässt, müssten wir jetzt die Ladefunktion recht problemlos testen können. So, so. Okay. Das heißt, jetzt sehen wir hier unsere Eingangsspannung. Gehen wir mal Netzteil an. Netzteil ist an, 24 Volt, Strom an. 23,9, okay, bisschen Spannungsabfall, das passt.
Ich stecke aber noch mal kurz um hier. So. Wenn wir jetzt den Schuko-Stecker von der USV selber holen und einstecken, dann müssten wir hier sehen, dass das steigt. Okay, das war die Sicherung. Okay, die sind nicht getrennt. FI hat ausgelöst. Nee. Also, alles fein? Ja, leider nicht ganz. Ich habe das Ganze dann nämlich nochmal mit einem Akku probiert, um sicherzugehen, dass alles läuft. Und prinzipiell lief auch alles. Aber irgendwas passte nicht so ganz. Denn von der Steckdose, wenn ich eingesteckt habe, naja, da hat sich das Ding mal eben 40 Watt genehmigt. Ja gut, wird wahrscheinlich den Akku laden, oder? Nope. Am Akku selber war nichts zu sehen, da ging kein Strom rein, also schon irgendwie 100 mA, aber das ist weit entfernt von den restlichen Wattzahlen, die wir da sehen. Ja, irgendwo geht also unsere Energie verloren, mal so rum zu sagen. Und ein Teil ist wahrscheinlich im Trafo oder so geendet, kann ich so nicht 100% nachvollziehen, aber erinnert ihr euch an die dunkle Stelle auf dem Board, wo es ein bisschen warm geworden ist? Ja, okay, die wird auch extrem warm. Da habe ich über 100 Grad gemessen. Das ist natürlich eher ungünstig. Kurzer Blick drauf, das Ganze ist ein 7812, also ein Linearregler für 12 Volt. Okay, also wenn wir aus 24 Volt 12 Volt machen, das ist ein ziemlicher Unterschied. Das ist jetzt kein Wunder, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ich habe dann erstmal versucht, das Ganze zu ersetzen. Den 7812 war raus. Habe dann alternativ mal das Ding hier rausgegramt. Das ist eigentlich ein Ladegerät für so Lithium-Sachen, aber wenn wir das Current Limit rausholen, ist es ein ganz normaler Step-Down. Den auf 12 Volt eingestellt, aber nope. Und auch sonst sieht das alles nicht sonderlich berauschend aus. Springt mal kurz an, aber tut nichts. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gemessen, habe dann noch den hier gefunden. Das ist ein 78L05. Der wird von den 12 Volt gespeist und macht dann aus den 12 Volt nochmal 5 Volt runter. Auch nie sonderlich effizient. Und bei dem auffällig war halt, dass am Ausgang keine 5 Volt rauskommen. Das ist auch nicht ideal. Habe dann da ein LM1117 5 Volt noch dran gelötet. Das ist ein ähnliches Modul. Damit hatte ich dann auch am Ende 5 Volt am Ausgang, aber trotzdem die Steuerung ließ sich nicht mehr wirklich überzeugen, nach meinem Auslötversuch hier in Betrieb zu gehen. So eine hundertprozentige Idee warum habe ich nicht, denn überall wo ich messe ist Durchgang, aber ganz ehrlich, ich würde dem Ding auch nicht trauen, denn das Board ist so warm geworden, da guckt nicht nur schon die innere Struktur durch, sondern die Leiterbahnen lösen sich auch schon von der Platine ab. Also die hängen teilweise wirklich komplett lose. Und das nächste, was ich gefunden habe, dieses Flachbandkabel Richtung Frontbedienpanel, das ist auch komplett porös, das Plastik. Die Kabel sind einfach so abgerissen. Ich habe die dann mal auf der Unterseite festgelötet, dass ich das Ding wieder steuern kann. Aber auch das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch zu heikel. Da lohnt es sich dann nicht, hier noch mehr Energie reinzustecken, um rauszufinden, was denn jetzt da noch kaputt gegangen ist. Also, die Kiste, würde ich sagen, die muster ich aus. Denn das macht ohne neues Controllerboard keinen Sinn mehr. Ja, der Trafo wird noch funktionieren und wahrscheinlich auch noch so Relais und so. Mal gucken, eventuell, dass man davon irgendetwas noch sich gönnen kann. Aber das Ding hier, das ist erstmal hinüber. Heißt aber natürlich nicht, dass ich aufgebe. Ich brauche ja immer noch eine USV. Und da werde ich jetzt noch zwei Dinge ausprobieren. Zum einen, ich habe noch eine andere USV hier rumliegen. Die ist noch mal ein bisschen größer. Das hier war ja eine, was hatten wir, 1,5 kVA, glaube ich. 2 kVA. 2000 VA oder 1200 Watt. Ich habe noch eine mit 3 kVA, also nochmal 1 kVA mehr. Die wollte ich eigentlich nicht benutzen, aus einem relativ einfachen Grund. Ich brauche es halt nicht. Die Last, die ich am Schluss da machen möchte, die ist aktuell noch nicht 100% bekannt, weil ich das Gerät noch nicht in Vollausbau habe. Aber ich würde davon ausgehen, dass ich definitiv unter 300, 350 Watt bleibe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann
Und eine größere USV hat zwar den Vorteil, wenn man die fertig kauft, dass die dann auch längere Laufzeiten hat. Das heißt also, die Überbrückungszeit ist höher. Aber, naja, ich habe so meine Zweifel, dass es der Effizienz sonderlich zuträglich ist, wenn man da das Ding komplett oversized baut. Das heißt also, zusätzlich zu den beiden USVs hier habe ich mir noch eine 750 VA bestellt. Das ist ein neueres Modell. Und mal gucken, ob das effizienztechnisch vielleicht dann sogar besser ist. Bei der 2K VA kann ich jetzt natürlich nicht mehr messen, die Effizienz, einfach weil sie halt nicht mehr sinnvoll anging und schon im Leerlauf irgendwie da mehr Strom verbraucht hat, als mir das da geheuer war. Aber zumindest die 3K VA und die 750 VA kann ich da mal gegeneinander antreten lassen mit meiner Last und dann mal gucken, was passiert. So, erst nochmal hier die USV irgendwie rausoperieren. Sache ist, diese war eigentlich zum Verschrotten schon fertig gemacht. Das heißt, ich habe das Gehäuse nicht mehr, aber hey, wo wir hingehen, brauchen wir kein Gehäuse. Das heißt also, wir machen das hier so, eventuell jetzt nicht auf einer Metallfläche, aber gucken wir mal, was wir denn damit so anstellen können. So, der Aufbau ist relativ ähnlich. Wir haben hier die Rückseite, haben unsere Ausgänge, das sind diese IEC-Buchsen. Die andere hatte noch Schuko mit dabei, das haben wir hier nicht. Haben einen Intelligence-Slot, wo wir ein Netzwerkmodul, glaube ich, einbauen können. In-Out für irgendwie Überspannungsschutz für Netzwerk, aber da ist nichts dahinter, will man nicht benutzen. Und am Ende haben wir hier noch ein EPO, Emergency Power Off, USB und ein RS-232. Ich glaube, bis auf den EPO hatte die andere das auch. Andere Seite, Eingang. Da ist es kein Kaltgerätestecker, also es ist schon einer, aber einen, den man so nicht kennt. Die meisten, das sind ja hier diese mit diesen abgeflachten Ecken auf der Oberseite. Der hier ist rechteckig. Das ist ein Kaltgerätestecker für 16 Ampere. Die können halt ein bisschen mehr. Sicherung oben drüber, das war's von der Rückseite. Auch den Lüfter und die Kommunikationsmodule. Dann haben wir hier unten unser Mainboard. Sieht irgendwie sehr vertraut aus alles. Wir haben hier unsere Akkukabel, die reingehen. Das Ding auch, wenn ich richtig vermute, 24 Volt. Die gehen hier rein, abgesichert in dem Fall mit 4x40 Ampere auf zwei große Kondensatoren und dann zwei Bänke mit entsprechendem Schaltfu, die dann entsprechend unsere Wechselspannung daraus erzeugen. Die geht über die dicken Kabel hier in den Trafo rein, der definitiv viel zu schwer ist. Und von da aus kommt es dann hier zurück. Und irgendwo wird das dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen aufbereitet. Und hier unten sehen wir auch hier eine ziemliche Bank an Relais hier unten, die dann entsprechend den Ausgang wieder schalten. Ansonsten, irgendwo habe ich auch noch das Frontpanel. Das liegt jetzt hier gerade nicht. Das ist hier bei dem Modell auch noch mal eine Nummer größer geraten. Beim anderen hatten wir nur ein paar LEDs. Hier haben wir ein komplettes Display mit zwei Tasten, wo man dann irgendwie auch noch Dinge sehen kann. Ganze, wie wir sehen, eine Powerwalker. Waren die anderen nicht auch Powerwalker? Also zumindest beim anderen steht Modell Powerwalker drauf. Scheint also aus ähnlicher Produktion zu sein. Wobei das hier ein paar Jährchen neuer ist. Hier auf dem Daughterboard sitzt im Übrigen dann die ganze Steuerung. Das heißt, die ist hier separat. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir das Ding hier irgendwie in Betrieb bekommen. Die hier im Übrigen hatte ich ausgemustert. Das war etwas unschön. Das Ding ist 1,5, 2 Jahre alt. Also eigentlich noch relativ frisch. Normalerweise sagt man so, zwischen 3 und 5 Jahren hält so ein Bleiakku in so einer USV. Das Ding hier hat die Bleiakkus aber komplett gekocht, also die waren wirklich ausgegast. Macht keinen Spaß, wenn man da irgendwie in einen Raum reinkommt und dann feststellt, irgendwas in diesem Serverschrank hat irgendwie so deutlich höhere Temperaturen, als das angenehm ist. Also es würde mich jetzt auch nicht wirklich wundern, wenn diese Kiste hier irgendein Problem mit der Ladeelektronik oder sowas hat. Ich meine, ja, prinzipiell, der Raum, der ist jetzt nicht unbedingt kühl gewesen, wo das Ding war, aber Akkus kochen hatte ich eigentlich so in der Form noch nicht gehabt. Na gut. Bauen wir mal zusammen, legen uns ein bisschen was Isolierendes drunter. Und schauen wir mal, ob das Ding hier noch irgendwas an Leben drin hat.
mindestens mal hier unseren Pieper, der separat auf einem eigenen Board an der Front montiert wird. Das sollte machbar sein. Was ist das? Achso, das ist dieser Intelligent Slot. Unsere Kommunikationseinrichtung sollten wir vielleicht auch nicht auf der Ausgangsspannung ablegen. Und der Lüfter, der kann auch erstmal baumeln. Gut, ich brauche noch irgendwas aus Plastik für hier drunter. Das müsste gehen. Stellen wir das Ganze einfach mal auf eine Tastatur hier. Die Tastatur ist ja aus Plastik, das sollte eigentlich passen. Das hier ist im Übrigen natürlich nicht der Aufbau, den man eigentlich benutzen möchte. Aber for now should that work. Der hier, der steht zwar jetzt auf Metall, aber der Trafo ist auch im Gehäuse geerdet. Das passt schon. Und hier haben wir unsere vier Batterieanschlüsse, wobei das halt Parallelschaltung ist. Wir sehen ja, die hier, die sind da beieinander. Also ich hoffe, dass sie parallel geschaltet sind. Und das müsste dann 24 Volt hintereinander gewesen sein, denn ich kann mich noch erinnern, da waren vier Batterien drin und jeweils zwei gebrückt. So, lasst mal gerade hier schauen, dass ich irgendwie mein Multimeter entwirren kann. So, schauen wir mal, ob die wirklich hier gebrückt sind. Einmal positiv, auf positiv. Sind sie nicht. Das ist nicht gut. Halt, stopp. Da ist das Kabel rausgegangen. Ich wollte schon sagen. Moment. So, positiv auf positiv. Jo. 0 Ohm, das passt. Also können wir im Prinzip einen Batterieanschluss eliminieren oder die einfach doppelt nutzen. Das passt schon. Gut, dann gehen wir mal 24 Volt hier drauf und schauen, ob da irgendwas an Leben rauskommt. Okay, und ich erwarte jetzt auch, dass es hier ein bisschen funken wird, einfach weil großer Eingangs-Elko. Also mal schauen, ob es das auch tut. Wo ist mein Dings? Hier. 24 Volt, okay. Dann Deckung und... Okay, ist geladen. Wir sehen irgendwie so 10 mA fließen. Was passiert, wenn ich Power drücke? Gerade nochmal sicher gehen. Fehler A16. Okay, und ich habe jetzt noch zwei Anleitungen von anderen Systemen gefunden, die beide A16 beschreiben, dummerweise beide unterschiedlich. Es kann entweder sein, beep every one second with A16 ist fan abnormal, das heißt also Lüfterproblem. Theoretisch sollte der laufen, der liegt hier und ist jetzt nicht blockiert. Da sehe ich erstmal kein Problem. Kabel ist ja auch drin. Oder es könnte sein, dass der Blue Walker FLQ für die VIRLE-Serie A16 wäre EPO Active, Emergency Power Off. Das wäre, oh ja, okay, der Emergency Power Off ist Active, Tatsache. Die hier müssen nämlich gebrückt sein und ich hatte den rausgeschraubt. Das ist logisch, wenn wir die Notabschaltung anhaben, dass das Ding dann nicht angeht. Jetzt mal gerade gucken, wo der EPO ist, da. Das hier war nämlich original da drin. Das ist einfach nur eine Klemme, wo eine Brücke reingemacht wurde. Die müssen wir dann natürlich hier reinstecken wieder. Dann sollten wir bessere Chancen haben. So. Okay. EPO aus. Lüfter kann immer noch drehen. Let's try this one again. Kein Piepen. Okay, geht einfach aus. Vielleicht gedrückt halten. Ich höre es brummen. 230 Volt. Wir ziehen 3,4 Ampere bei 27 Volt. Der Lüfter springt an. Dann haben wir 230 Volt. Wunderschön. Der funktioniert also noch. Ich würde sagen, ich suche mir mal eine passende Last, womit wir hier ein bisschen Strom ziehen können. Ist jetzt natürlich nervig, weil die nur diese Geräte, Buchsen, Stecker, Dinger da haben. Aber das sollte machbar sein. Okay, ich habe jetzt hier oben einen guten alten Dell PowerEdge 2950. Wobei, einen alten Dell PowerEdge 2950. Sorry Leute, ich bin halt mit IBM groß geworden. Alter Server müsste wahrscheinlich auch irgendwie so 200-300 Watt ziehen. Das ist ja so die Gegend, die ich suche.
Das ist jetzt mal mein Testgerät. Während im Booten im Übrigen 275 Watt, die wir jetzt hier verbraten. Also schöne Standheizung. Die Kiste im Übrigen 32 Gigramm bei 667 MHz und ein 2,5 GHz Quad-Core-Prozessor. Ich sehe jetzt hier direkt nicht, was es genau ist, aber dürfte schon ein bisschen älter sein. Ich schätze mal so die ersten Xeon-Generationen oder sowas. Firmware ist irgendwo von 2008. Okay, und das Ding kann anscheinend noch nicht mal von USB booten, von daher, ja, gut. Dann lassen wir ihn auf dem Bootscreen stehen. Wir sehen ja 280 Watt. Das klingt sauber. Also sauber nicht, aber es klingt so, als ob das nicht groß irgendwie hoch und runter geht. Dann nehmen wir mal hier gerade ein zweites Netzteil, stecken das ein. Dafür machen wir aber die Kiste doch nochmal aus, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Kiste so laut ist. Ich bin ja schon einiges gewohnt so aus dem Serverumfeld, aber das ist übel. Okay, ich glaube, wir lassen die Effizienzmessung zumindest mal mit Stromnetz. Das Ding hier läuft jetzt schon eine ganze Weile, zieht laut dem Ding hier 47 Watt. Wobei ich mir halt nicht sicher bin, ob der sinnvoll misst. Aber ich habe noch einen zweiten Stromzähler, der pendelt sich auch so um die 50 Watt ein. Das heißt, irgendwo hier gehen 50 Watt verloren. Ich weiß nur nicht wo. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwo im Trafo ist, weil der wird tatsächlich merkbar warm. Ich weiß, wo sie definitiv nicht hingehen. Wenn wir hier mal gucken, nullen wir mal hier unser Multimeter. Ja, jede Menge Nullen. Wenn wir jetzt hier drum gehen, in den Akku gehen, null. Der ist nämlich gerade nicht am Laden. Der hat seine Entspannung erreicht und ja, das Ding brummt immer noch fleißig vor sich hin. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ich habe aktuell hier einen alten oder zwei alte Bleiakkus drin, dass die nicht mehr so dolle sind und der immer noch versucht, danach zu drücken. Aber wie gesagt, der ist jetzt schon bestimmt irgendwie eine Stunde oder sowas in diesem Zustand hier am Laufen, wo ja im Prinzip kein Strom mehr fließt, weil der Akku einfach auf der Spannung voll ist. Und trotzdem brummt's, trotzdem zieht er 47 Watt. Ich werde mich jetzt also mal auf das beschränken, was wir sehen, nämlich das, was gleich im Akkubetrieb hinten rauskommt. Das können wir wenigstens messen. Heißt, ich klemme mal wieder den Server an, klemme auch, denke ich, noch das OC an, dann kann man mal schön sehen, wie gut der Sinus, der hinten rauskommt, ist. Angeblich ist das hier voll Sinus, also das ist gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe ja noch eine von den USVs, eine kleinere. Vergleichen wir die mal. Und um es komplett zu haben, würde ich sagen, wir gucken uns noch an, wie das Ding auf Über- oder Unterspannung reagiert. Theoretisch müssten wir aktuell eine normale Spannung haben, wenn wir jetzt einschalten. Das können wir ja auch direkt mal testen. Ich verlasse mich jetzt mal hier aufs Display. Das war bisher immer ganz gut drin. Ich sage euch, wenn irgendwas auf den anderen Messgeräten seltsam aussieht. Also versuchen wir das mal. Jetzt läuft's. Okay, wir haben eine Eingangsspannung. Spannung von 252 Volt, eventuell ein bisschen viel. Drehen wir mal runter, da 230 Volt. So, 230 Volt, würde ich sagen, wir schalten den Ausgang ein. Wir schalten den Ausgang ein. So, 224 Volt rein, 224 Volt raus. Lasst mal schauen, ob ich da auch was sehe. Ich messe jetzt 226 Volt, das sieht okay aus. Was passiert, wenn die Spannung hochgeht? 39, 40, jetzt hat irgendwas geklackt und wir sehen 250 Volt gehen rein, 215 Volt gehen raus. Mein Messgerät sagt 217, aber wir haben gesehen, bei zu hoher Spannung schaltet er. Gucken, schaltet auch wieder zurück. Ach, er hat schon zurückgeschaltet, glaube ich. Ja, 215. Was wird es, wenn wir zu tief gehen? Uh. 200 Volt gehen einfach so nach draußen durch. Jetzt hat er einen Boost eingeschaltet. 196 Volt rein, 230 raus, kann ich bestätigen. Also, der gleicht hier offensichtlich unsere Spannung ein bisschen aus. Kann er noch mehr? Jetzt geht er auf Batteriebetrieb. Okay. Jetzt
hat er diesen Netzbetrieb wieder. Da können wir gerade gucken. Ja, ich sehe jetzt auf der Batterie auch nicht mehr, dass er irgendwas zieht. Also er ist tatsächlich jetzt diese 170 auf 210 ungefähr, sehe ich jetzt hier bei mir am Hochpushen. Also die Spannung wird definitiv hier von dem Ding ein bisschen in die richtige Richtung gedrückt. Das heißt also, wir können leichte Über- und Unterspannungen hier mit dem Ding im Zaun halten. Ach, und wir hatten ja eben die ganze Zeit gesehen, dass es da einen relativ hohen Verbrauch gab, wo keiner wusste, wo es hingeht. Ich habe eine Idee. Dieser Trafo ist definitiv too hot to touch. Und das Ding ist jetzt schon eine Viertelstunde nicht mehr an. Also ich will gar nicht wissen, wie heiß das war, als der gelaufen ist. Und das sind halt Dauertemperaturen zu einem Zeitpunkt auch, wo die Lüftung nicht eingeschaltet ist. Der Lüfter, der schaltet sich ja nur ein, wenn entsprechend hier der Wechselrichter an ist. Das heißt also, diese ganze Hitze, die zieht dann auch schön ins Gehäuse rein. Und dann wundert es mich auch nicht, dass da die Bleiakkus gekocht wurden. Weil die mögen es dann eventuell nicht ganz so warm. Na gut, muss ich wohl noch ein bisschen abkühlen lassen, dass ich hier das nächste Modell dran nehmen kann. Ha. So, gemessen wird gleich dann am Stück. Ich habe aber ja noch den kleinere USV versprochen. Das wäre die hier. 750 VA, wenn wir vorne drauf gucken, APC, das ist heute Schneider Electric Smart UPS 750. Das Ganze mit einem Display, jede Menge Buttons und so weiter, also ein bisschen moderner. Hinten auf der Rückseite, da haben wir einen Kalkgeräteeingang, ein paar Ausgänge, auch wieder den Smart Slot, USB, einen Konsolenanschluss, was auch immer das ist. Und hier unten, das ist einfach so ein Batterie-Not-Trennding. Entspricht also quasi dem EPO wahrscheinlich. Das Ganze kann man vorne aufmachen und wenn man dann mal in den zwei weißen Stiften zieht, kommt man hier ins Batteriefach, wo entsprechend normalerweise die Batterien sitzen. Batterien ist quasi immer das Problem mit den USV-Dingern, das was sich abnutzt und kaputt geht. Unten drin haben wir aber die entsprechenden Anschlüsse und ich habe hier zum Glück von dem, wo ich es her habe, auch den Kabelbau mitbekommen. Das heißt, also die Stecker und alles habe ich auch da. Auch hier lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, mal einen Blick ins Innere zu werfen. Also Schrauben raus, Deckel hoch und leider ist das Ganze alles sehr kompakt gebaut. Wir können aber hier zumindest schon mal den großen Trafo sehen. Wir sehen hier oben zwei Bänke entsprechend mit den Transistoren zum Schalten. Wir sehen die Relais. Im Prinzip also nichts anderes drin als in den anderen beiden auch. Gut, testen wir das auch mal. Das heißt auch hier die Batteriekabel irgendwie zur Seite raus. In dem Fall muss ich es ein bisschen verlängern, das ist jetzt nicht ideal, aber zum Testen wird es reichen. Und wenn wir gucken, das sieht gut aus, Batterie 0%, Ladung 0%, ja. Ich sehe aber auch einen Ladestrom in Richtung Batterie fließen, also irgendwas lebt. So, der hier hat sich jetzt tatsächlich stabilisiert, 0 Watt oder 0 Ampere auf der Batterieleitung. Und der hier meint auch 100% Batterie, zieht aber trotzdem noch, ja, ein bisschen über 11 Watt. Also ja, auch hier können wir, denke ich, davon ausgehen, dass hier tatsächlich irgendwo ein bisschen was verloren geht. Diese ganzen USV sind halt nicht wirklich auf Energieeffizienz getrimmt, zu meinem Leidwesen. Weil 11 Watt ist halt schon eine ordentliche Portion dafür, dass halt nichts passiert außer Kontrollelektronik und zwei Zeilen LC-Display. Also das hätte gerne ein bisschen weniger sein können. Killen die Spannung. Das können wir hier. Und können wir direkt mal gucken, wie viel er dann ohne Last hier zieht. Mal unsere Klammer hier wieder dran. Okay, Strom ziehen und er läuft. Ausgang ist anscheinend da und wir ziehen 820 mA laut dem Ding hier. Wieder einstecken, müsste er ja wieder. Okay, 11 Watt. Für die Messung selber werde ich die Effizienz nur im Batteriebetrieb jetzt gucken. Das hat einen einfachen Hintergrund. Die 3 kVA, die hat nie in den Zustand gewechselt, dass der Akku voll ist. Das heißt, er hat immer die ganze Zeit versucht, den Akku zu laden. Ich bin mir nicht sicher, ob einfach die Akkuspannung, die Ladeschlussspannung von der USV höher eingestellt ist als das, was ich jetzt hier
mit gutem Gewissen mitmachen kann oder ob das Ding wirklich Schrott ist, die Ladeeinrichtung, was halt dann auch dazu passen würde, dass die Akkus gegrillt wurden. Aber einfach deswegen, weil das Laden dann das Ganze verzerren würde, jetzt nur mit Batterie. Und wenn wir uns die Zahlen mal angucken, dann sieht das in etwa hier so aus. Wenn wir den Server im Ausmodus haben, zieht das Ding nur 10 Watt. 10 Watt ist halt nichts, das heißt aber auch, dass die Eigenverbräuche von den USVs ziemlich da reinspielen. Die große 3KVA, die kommt da lediglich auf eine Effizienz von 10%. Das heißt also, 90% von der Energie, die wir aus dem Akku holen, wird da einfach in Hitze umgesetzt. Bei der 750VA sieht es ein bisschen besser aus. Da kommen wir immerhin auf 27% Effizienz, aber immer noch 3/4 der Energie, die flöten geht. Das Ding in Betrieb haben, dann zieht der Server etwa 280 Watt so um den Dreh. Bei der 3KVA komme ich dann auf eine Effizienz von 73%. Das ist okay, kein guter Wert, kein schlechter Wert. Die 750er stellt sich ein Ticken besser an. 77% kriegen wir hier zusammen. Aber in beiden Fällen halt etwa noch so ein Viertel von der Energie, die auch da immer noch in Hitze rübergeht. Tja. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass das deutlich effizienter geht, aber ja, entweder übersehe ich da irgendeine Herausforderung, die es beim Design gibt, oder dieser ganze USV-Sektor ruht sich halt aktuell noch darauf aus, dass in Rechenzentren meistens nicht so auf die Effizienz geguckt wird und ja, die ganzen Verbesserungen, die es da so in den letzten Jahrzehnten gab, die sind dann noch irgendwo auf der Strecke und könnten dann noch mal gut die Effizienzsituation verbessern. Ja, wir werden es hören. So, und das waren jetzt die drei USVs. Zumindest mal die 750er, die scheint 100% zu funktionieren. Laden hat funktioniert, Abschalten hat funktioniert, Batteriebetrieb hat funktioniert. Ich denke, mit der werde ich dann jetzt hier auch mein Experiment weitermachen. Ich werde nochmal ein separates Video nachschieben zum Thema USV und Akkus, weil ja, ihr hattet jetzt gemerkt, eventuell ich hatte hier keinen Akku gezeigt. Hat damit zu tun, dass ich gerade noch etwas Passendes baue, um da auch noch etwas mehr Sicherheit und Funktionalität und Lebensdauer in die USVs reinzubringen. Aber wie gesagt, das in einem eigenen Video. Fürs Erste, die 750er klappt. So haben wir hier aus diesem ganzen Haufen von verschiedenen USVs zumindest etwas rausbekommen, was klappt und hoffentlich für die Messung dann das tut, was es soll.